Hallo Kack. Du wolltest schon immer ein echter Gamer sein, hast aber keine Ahnung, wie man gamen soll? Dann hol dir jetzt deinen neuen runtergeklipperten Gamer-PC von Scortum Computer. Von echten YouTubern und Fortnite-Gamern empfohlen. Das hier ist Tanning. Der ist ein absoluter Noob. Und jetzt? Das ist Tanning aber mit seinem neuen Gamer-PC von Scortum Computer. Der ist zwar immer noch ein Noob, dafür hat er sein schwer verdientes Geld für sündhaft teure Scheiße ausgegeben. Hol dir jetzt einen neuen PC von Scortum Computer. Die ersten 10 Besteller erhalten eine kostenlose Mausmatte für nur 20 Euro extra. Scortum Computer. Weil uns Gamer auf die Nisse gehen. Ich bin ja ein absoluter Fan von Horrorspielen. Auch wenn ich mit zunehmendem Alter den ganzen Stress nicht mehr ganz so optimal packe wie früher. Trotzdem kann mir keiner diesen Spaß nehmen. Und zum Glück gibt es ja auch so viele verschiedene Untergenre, um das ganze Erlebnis ein wenig stressfreier zu gestalten. Ich weiß ja nicht, ob ich hier der Einzige bin, aber Horrorspiele, die halbe Ego-Shooter sind, machen mir am wenigsten Freude. Absoluten physischen Stress bedeuten für mich auch alle Spiele in VR. Auch wenn ich die Idee dahinter mag, kann ich leider wirklich nicht mehr als maximal eine halbe Stunde mit dem Helm zocken, ohne dass in mir latent das Gefühl wächst, aus vollen Rohren zu kübeln. Und das ist schade, denn es gibt da draußen eine Reihe an Spielen, die man auch in VR unbedingt mal ausprobiert haben sollte. Und darunter findet man auch eine kleine Handvoll guter Horrorspiele. Für mich bedeutet das also doppelten Stress, was eine absolut optimale Voraussetzung ist. Horrorspiele in VR sind also ganzheitliche Erlebnisse, die psychische und physische Schmerzen perfekt kombinieren. Das Tolle an VR ist auch, dass man quasi mittendrin ist. Geht einem der Arsch mal auf Grundeis, kann man eben nicht so einfach vor Schreck die Beine in die Hand nehmen und davonlaufen, da man nach spätestens 4 Metern mit dem ganzen Kabelgedöns seine PlayStation vom Mobiliar reißen und hinter sich herschleifen wird. Hi. Hallo. Suzanne. Immer schön, dich zu sehen. Eines der besten, wenn auch leicht seichtesten Horrorspiele für die PlayStation VR war das im Jahr 2018 veröffentlichte The Impatient. Und falls euch der Titel an euch vorbeigegangen ist, dann lasst mich euch sagen, dass dieser Horrorschinken das großartige Prequel zum Horrorschocker Until Dawn aus dem Hause Supermassive ist und man sich deswegen diesen Titel einfach nicht entgehen lassen darf, sollte man sich für die kleine Vorgeschichte des großartigen Teenie-Horrorspiels interessieren. Supermassive hat sich diesmal auch wirklich ins Zeugs gelegt, denn mit dem 2 Jahre zuvor veröffentlichten Rush of Blood ging die ganze Horroratmosphäre komplett flöten, da es wirklich wortwörtlich eine wilde Achterbahnfahrt mit sehr viel Piu-Piu-Piu war. Hätte man sich sparen können. The Impatient ist auf der anderen Seite ein beinahe erstklassiges First-Person-Horrorspiel, das den Kern von Until Dawn aufnimmt und in ein packendes VR-Erlebnis verwandelt. Na geht doch. Nur weiter so. Wow, da will wohl jemand zum Triathlon. Die Geschichte von The Impatient spielt im Jahr 1952, also 63 Jahre vor den Ereignissen von Until Dawn. Abermals verschlägt es uns in die kuschelig verschneiten Blackwood Mountains, damit wir im behaglichen Blackwood Sanatorium ein paar schöne Tage verbringen können, damit wir nach unserer Rehabilitation wieder ein funktionierendes Rädchen in der Gesellschaft werden. Alles okay. Sehen Sie her. Alles kommt wieder in Ordnung. Wie so oft laufen die Dinge nicht so, wie sie sollten. Anstatt in einer lauschigen Einraumwohnung den Aufenthalt in der Pflegeanstalt zu verbringen, pumpt man uns mit Drogen voll und sperrt uns in ein Loch, da wir aufgrund von Lagerkoller und fehlendem Kontakt zur Außenwelt seltsame Dinge sehen und auch von schrecklichen Visionen geplagt werden. Dass wir zudem unter Amnesie leiden, macht es die Sache auch nicht besser. Jedenfalls geht die Stimmung ganz schnell den Bach runter und die Dinge überschlagen sich. Unser Zimmerkollege scheint auch nicht unbedingt alle Tassen im Schrank zu haben und wer weiß schon, ob wir der ach so fürsorglichen Krankenschwester überhaupt vertrauen können. Während wir nun einige Wochen oder gar Monate in der Zelle verbringen, so genau weiß man das dank der guten Drogen auch nicht, bricht im Sanatorium noch eine weitaus schlimmere Katastrophe aus, die uns vielleicht das Leben kosten könnte. Tut mir leid, bin gleich wieder da. Bei der ersten Gelegenheit packen wir also unsere 7 Sachen und während wir einen Ausweg suchen, kommen wir zugleich einem mysteriösen Geheimnis auf die Spur. Testen wir Ihr Gedächtnis. Wissen Sie, wer ich bin? Das Spiel verschwendet keine Zeit und so stolpert man zu Beginn ganz ohne Intro in ein relativ dunkles Behandlungszimmer, in dem wir auch einen kurzen Augenblick später Bekanntschaft mit dem Klinikleiter Dr. Breck machen. Und es sieht einfach beeindruckend aus, wenn er mit seinem Gesicht ganz nah an unser Fressbrett kommt. Interessant.
The Impatient mag zwar wegen seines Alters grafisch nicht so imposant sein wie die neueren PlayStation VR 2 Spiele, doch hat man sich trotzdem mächtig ins Zeugs gelegt, auf einem Sub-HD-Ding, wie es das PlayStation VR 1 war, unglaublich realistische Bilder auf die Netzhaut zu zaubern. Der Rest der Grafik ist eher ziemlich dunkel geraten und die Auflösung war auf der ersten VR noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und schaut man aus dem Fenster, sieht man nicht etwa wunderschöne Bäume, sondern relativ kantig ausgeschnittene Pappkameraden. Wir müssen reden. Ich hoffe, Sie wissen, dass das alles nicht so geplant war. Ich habe das nicht gewollt. Es ist eben das schwere Los einer Technologie, die damals noch nicht ganz durch war, aber trotzdem hat man versucht, das Äußerste aus der Hardware herauszuholen. Wenn man sich aber den Rest der damals erhältlichen Spiele für PlayStation VR so anschaut, dann gehört The Impatient definitiv zu den grafisch besten Titeln, die wir uns für dieses System holen können. Vor allem in den Albtraumvisionen taucht man in eine komplett gruselige Atmosphäre ein, die einem ab der ersten Sekunde ein bedrückendes Gefühl in der Magengegend erzeugen. Über die gesamte erste Hälfte des Spiels, das leider nur gut 2 Stunden dauert, wandert man durch diese düsteren Szenen voller Halluzinationen und Jumpscares, bei denen man selbst beinahe dank des Audios den Verstand verliert. Man darf sich echt wundern, warum man mit Rush of Blood beinahe einen regelrechten Trash ablieferte und es dann 2 ganze Jahre dauerte, bis wir so ein beinahe perfektes VR-Horrorspiel wie The Impatient in den Händen halten durften. Es ist meiner Meinung nach eines der gruseligsten VR-Spiele, die man auf diesem System finden kann. Gut, Sie sind wach. Essenszeit. Extra aufgehoben. Nur für Sie. Getreu der in Until Dawn etablierten Formel verwendet The Impatient erneut das Schmetterlingseffektsystem. Ab und zu werden bei Entscheidungen während den Dialogen Schmetterlinge davon flattern, die darauf hinweisen, dass die gewählte Entscheidung zu einem alternativen Ende führen wird. Insgesamt gibt es 2 große Spielausgänge und so ist man gezwungen, das Spiel gleich mehrmals durchzuzocken, wenn man wirklich alles mitnehmen bzw. alle Charaktere, auf die man trifft, retten möchte. Dank der kurzen Spieldauer ist das kein Problem, sofern es einem eben dank der VR-Optik nicht speiübel wird. Insgesamt gibt es aber leider dann doch nicht so viele verschiedene abweichende narrative Momente wie in Until Dawn, was aber in Bezug auf die Spieldauer aber kein Wunder ist. Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Haben sich den Kopf wohl ziemlich hart gestoßen? Leider sind die Nebendarsteller auch nicht so fein ausgearbeitet worden wie in Until Dawn. Es war einfach großartig, wie gekonnt dieses Spiel mit einem halben Dutzend Charakteren jonglierte und dafür sorgte, dass man sie entweder abgrundtief hassen musste oder doch irgendwie mit ihnen mitfühlte. In The Impatient gibt es leider nicht die Zeit dazu, auch wenn es einige sehr interessante Nebendarsteller gibt, was die Story eben etwas verwässert. Aber schließlich dreht sich ja diesmal alles um uns und unser Schicksal. Die Steuerung ist der gewohnte Krampf in VR-Spielen. Wenn man einen DualShock 4 Controller verwendet, kann man seinen Charakter mit dem linken Stick nach vorne und hinten bewegen, während man mit dem rechten Stick die Kamera und die Richtung beeinflusst. Man kann sich hier entscheiden, ob sich die Kamera ruckartig um 30 oder 45 Grad bewegt, oder ob man sich frei und quasi ohne Ruckeln durch die Gegend bewegen möchte. Wer ziemlich schnell unter Motion Sickness leidet, sollte vielleicht die eher ruckartige Kamerasteuerung wählen, auch wenn die freie Bewegung eindeutig schöner ist, aber unglaublich schnell auf den Magen geht. Was ist bloß los mit Ihnen? Wollen Sie uns umbringen? Für einen schnellen Turn klickt man den rechten Stick nach hinten und das geht einem des Öfteren tierisch auf den Sack, gerade wenn man mit der freien Kamera spielt, da sich unsere Spielfigur plötzlich um 180 Grad dreht, auch wenn man das überhaupt nicht wollte. Und leider passiert das unglaublich oft. Die Verwendung der Move-Controller ist meiner Meinung nach noch etwas schlimmer, vor allem was die Bewegung mangels der Analogsticks betrifft, da man sich mehr oder weniger wie ein Panzer durch die Räume bewegt, der erst seine Richtung schwerfällig anpassen muss, um dann wieder seine Reise fortsetzen zu können. Mit dem DualShock-Controller kommt man einfach in einem First-Person-Spiel eindeutig besser voran. Selbst das Benutzen von Objekten klappt mit links. Man greift ein Ding mit der gedrückten R2-Taste und verdreht entweder ungesund sein Handgelenk, um auch die Rückseite des Objekts betrachten zu können, oder schubst den Controller nach vorne, um Türen zu öffnen oder Schalter zu drücken. Zum Glück gibt es auch nur sehr wenig interaktive Momente. Oft reicht es, wenn man einige Sekunden auf ein Objekt starrt, um dann eine Erinnerungssequenz aufzurufen, mit der man die Story voranbringt. Sehr oft wird der Bildschirm komplett schwarz und man hört ein paar gruselige Stimmen in seinem Kopf. Auch wenn man hier die Ohnmacht des Spielers irgendwie in der Story verankern möchte, sind das doch nur kleine Ablenkungsmanöver von kurzen Ladezeiten, in denen man ganz schnell die Kulissen im Hintergrund austauscht. Und leider wird unser Charakter sehr häufig bewusstlos, was einem mit der Zeit schon ein wenig auf den Sack gehen könnte.
Später im Spiel gesellen sich dann noch vollständige Ladebildschirme hinzu, was einem leider extrem aus der Spannung raushaut. Auch wenn es gefühlt zu viele billige Jumpscares gibt, kann The Impatient dann doch überraschen. Es baut den psychologischen Horror langsam aber sehr gut auf und der Puls wird durch die Bank immer hochgehalten. Und auch wenn die Story etwas käsig ist, ist sie um Weiten besser als die Ballerburg Rush of Blood. Ich gebe Ihnen das hier und wir kommen bald zurück. Auch technisch hat The Impatient die Nase vorne. Und es ist auch schön zu sehen, wie die Handlungsstränge nach dem Abspann von The Impatient mit Until Dawn zusammenlaufen. Als Prequel zu Until Dawn leistet es jedenfalls eine großartige Arbeit, indem es die Geschichte ein wenig weiter ausarbeitet. Auch wenn das Spiel dann doch wieder zu kurz geraten ist, um wirklich für sich allein zu stehen. Dennoch ist die packende Atmosphäre und der Horror absolut sehenswert und in VR wirkt alles 30 mal gruseliger. Die Steuerung ist zwar teilweise etwas madig und die Präsentation ist technisch bedingt keine wirkliche Glanzleistung, aber es ist eben die schreckliche Spannung und die düsteren Momente, die dieses Spiel zu einem Must-Have machen. Solltet ihr also einen starken Magen haben und keine Angst vor Schmerzen, müsst ihr unbedingt zugreifen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala. Okay, das war's. Licht aus.